So, meine Lieben, schaut's mal, auch in diesem Buch habe natürlich Tipps, wie man lernt, was das Lernen unterstützt und überhaupt. Aber schaut's mal, da bin ich beim Punkt 11, also aufgeteilt auf die vier Malbücher, habe ich hinten dran immer etwas Spezielles für euch. Unter anderem jetzt dies: Düfte gehen direkt ins Hirn und stimulieren dort die verschiedenen Zentren. Kein Wunder, geht durch der kürzeste Weg zum Gehirn über die Nase. Düfte können die Konzentration anregen, besänftigen, entspannend wirken, die Fantasie anregen, den Verstand klären und vieles mehr. Probiert doch einmal verschiedene Düfte aus und findet für euch heraus, welcher Duft euch hilft, wenn ihr zum Beispiel aufgeregt seid oder Angst habt. In der Aromatherapie werden Düfte längst beim Gesundwerden angewendet. Warum also nicht auch als gesunder Mensch beim Schreiben lernen? Übrigens, Kinder lieben besonders den Vanille-, Orangen- und Flederduft. Sie bringen Freude, Harmonie und gute Gefühle und sind daher besonders gut geeignet für Kinderzimmer, Klassenzimmer, Kindergarten, überall dort, wo Kinder sich wohlfühlen wollen. Ja, und wer darüber ein bisschen mehr wissen möchte, haben natürlich noch einen weiteren Kanal. Das ist spirit.madella Mella. Und hier auf TikTok, auf YouTube oder auf meiner Homepage. Und da habe ich die Düfte separat natürlich vorgestellt, auch die Zuordnung und was sie bewirken können. Bitte schaut euch das an, im Fall, dass ihr Interesse habt, geht es auf diese Medientools, die ich euch zur Verfügung stelle. Mitsamt dem Wissen, damit es euch helfen kann. So, und vielleicht lese ich euch noch eins vor. Soli, bleibt dran.